euch in der Nürnberger Gustav-Hartel Kirche von Pfarrer Schönweis konfirmiert worden bin, an einen Pfarrer, den ich sonst sehr geschätzt habe, und bei der Konfirmationspredigt hat er noch glühend uns appelliert: Evangelische, nehmt keine Katholiken in eure Wohnungen auf, sonst wird Nürnberg katholisch. Und da waren die Befürchtungen, dass dann die große Lorenzkirche und die Spaltungskirche möglicherweise katholisch wird, Vorurteile, die keinen realen Hintergrund haben. Aber es war noch geprägt von den Spannungen zwischen den Kirchen. Und in dieser Zeit hatten evangelische und katholische Christen miteinander gesagt: Wir wollen eine gemeinsame Union in der Politik, damit nicht wie in der Weimarer Zeit das katholische Zentrum und die evangelischen Deutschnationalen so verfeindet sind, dass die Nazis und die Kommunisten mehr zu sagen haben, weil die Demokraten nicht zusammengefunden haben. Und darum, ich habe das nachgelesen, für frühere Reformationspredigten, wie ich in Nürnberg gehalten habe, hatten schon in den KZs der katholische Dr. Josef Müller, einer der Gründerväter unserer Partei, mit dem Pfarrer Bonhoeffer, der von den Nazis ermordet worden ist, schon darüber geredet, wie man eine Ordnung nach dem Krieg gemeinsam aufbauen kann. Und deswegen habe ich dann in einer Predigt noch dazu in Nürnberg, in der Lorenzkirche, der etwas linksliberalen Lorenzkirche, gesagt: Selbstverständlich wäre Bonhoeffer in die CSU eingetreten. Ich habe allerdings hinzugefügt, ob er lang dort geblieben wäre, weiß ich nicht. Sondern es wieder etwas besser und verträglicher geworden ist. Diese Volkskirche halte ich für ein großes Geschenk für alle Bürger und Bürgerinnen in Bayern. Das gute Zusammenwirken der beiden Konfessionen in der Erziehung, in den Schulen, im Religionsunterricht, bei vielen ökumenischen Segnungen. Ich hatte als Innenminister angewiesen, dass wir bei allen Einweihungen von Straßen oder öffentlichen Gebäuden ökumenische Segnungen vornehmen, um daran zu denken, dass alles menschliche Arbeiten, alles, was wir auf den Weg bringen können, nichts bringt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und deswegen ist es für alle Menschen gut, das als Botschaft rüberzubringen. Ein versöhntes Miteinander der Christen ist für uns wichtig. Evangelische und gläubige Katholiken arbeiten auf vielen Ebenen, vor allem vor Ort, gut zusammen. Und darum ist es für mich auch ein gutes und positives Erlebnis, wenn ich am nächsten Samstag beim Heiligen Vater Papst Benedikt sein darf und mit ihm kurz reden darf. Der aus Bayern stammende Papst, die Bild-Zeitung hat ja damals geschrieben: Wir sind Papst. Wenn dann ein evangelischer Ministerpräsident aus Bayern mit diesem Papst ein Gespräch führen darf, ist das Ausdruck dieser guten Zusammenarbeit einer starken volkskirchlichen auch Tradition, die für unser Land, für alle Bürger, auch für diejenigen, die selber nicht viel vom Glauben halten, wichtig und gut sind. Das ist der Auftrag, das Erbe der Reformation. Wir sollen uns fragen, mit wie viel Mut zum Bekenntnis, mit wie viel Überzeugungskraft gehen wir heutzutage in die Diskussionen und Entscheidungsprozesse in einer säkularisierten Welt.